Hallo ihr Lieben, hier ist Claudius Fabig, mal wieder zu Gast auf dem Satire-Kanal von Robert Götz Matuszewski. Aber ich habe auch einen Gast. Ich bin der Gast und der Gast hat einen Gast. Und zwar habe ich einen Neujahrsgast. Oh, strahlt er mich an. Heiko Schrank, schön, dass du da bist. Claudius. Frohes neues Jahr. Ich wünsche dir Gesundheit, Liebe, Erfüllung, Erfolg. Und danke, das Gleiche. Danke. Na du, das Gleiche wünscht er natürlich euch. Und eigentlich wollte ich nur dein neues Buch vorstellen. Ich habe es ja neulich schon mal ganz kurz vorgestellt, aber heute etwas intensiver. Aber die Ereignisse haben sich überschlagen, kurz vor Weihnachten. Es geht um das neueste Werk des Schöpfers, nämlich Neo. Sag doch erstmal ein bisschen was zu deinem Werk, bevor wir den Vorhang lüften. Erstmal danke, dass ich bei dir sein darf. Die Leute wissen ja, dass wir auch eine gute Freundschaft miteinander pflegen. Und unter guten Freunden bin ich dir sehr dankbar, dass du diesen Ball aufgenommen hast. Also mit diesem Buch ist es wirklich spektakulär. Darüber reden wir wahrscheinlich ja noch im Laufe des Gesprächs. Undenkbar eigentlich, dass mein Buch, ich habe schon mehrere Bücher geschrieben, gefaked worden ist, als Fake am Markt vorhanden ist. Über die Details werden wir jetzt sprechen. Im Endeffekt ist es ja so, wir sind Anfang Dezember ja auf den Markt gekommen. Also quasi Eröffnung war der 1. Dezember. Und da hat der Theater ja schon begonnen. Das heißt, wir sind ja der Verlag und das Buch wurde nicht gelistet bei Amazon, also als nicht lieferbar, sondern nur der größte Händler. Und das Problem war, alle anderen auch, also Thalia und wie sie alle heißen, Hugendubel, du hast Weltbild, du hast ja nirgendwo das Buch bekommen. Und es war ja eine Lüge. Ich kenne damals noch von meinen anderen Büchern, die wurden auch teilweise blockiert von den Buchhändlern. Und da sind wir losgefahren zum Lager, wie ich ein Video gedreht habe, gesagt, hier sind die Bücher, die sind da. Das ist die Sache mit dem Eigentor natürlich. Was passiert, innerhalb von einer Woche hat sich wie ein Lauffeuer die Botschaft verteilt und das Buch war ausverkauft. Also wir sind ja per jetzt immer noch ausverkauft wir werden erst so um den 12. Januar wieder liefern können. Und hätten wir nicht mehr gerechnet, muss ich sagen, mit dieser Mega-Resonanz. Und ich glaube, das Buch hat den Zahn der Zeit getroffen. Rüdiger Dahlke ist ja nicht gerade ein Unbekannter, selber Bestseller-Autor. Hat das Vorwort geschrieben. Respekt. Und das ist der Stand der Dinge aktuell. Ja, für den einen oder anderen ist ja das Lesen von Büchern nicht so populär. Viele hören ja lieber Podcasts oder sehen Videos. Und trotzdem ist das gedruckte Buch nicht wegzudenken. Und die digitalen Bücher, die haben sich nicht wirklich durchgesetzt. Zum Buch herausbringen gehört aber nicht einfach irgendwas hinzuschreiben und zu drucken, sondern ich darf das auch sagen, weil ich auch schon einige Bücher geschrieben habe. Da ist unheimlich viel Herzblut drin, Liebe, viele Gedanken, viele handschriftliche Notizen, viele Gespräche mit anderen Menschen, bis dann irgendwann die Muße da, sich hinzusetzen und das zu Papier zu bringen, fertigzustellen. Dann wird es nochmal mehrfach überarbeitet, da sitzt noch ein Lektor dran. Es ist tatsächlich wie eine Geburt eines Lebewesens und dann ist es irgendwann da. Und dann weiß man noch nicht, kommt es gut an beim Leser oder nicht? Deine Bücher kommen alle gut an. Inzwischen darf ich es von meinen sagen, ja, das klappt bei mir auch. Das ist natürlich auch eine Gabe, die du hast, schreiben zu können und auch den Nerv der Zeit zu treffen. Und umso tragischer oder erschütternder oder verblüffender ist es, dass man dann, dass es dann Leute gibt, die einfach eine PDF kreieren, das irgendwie schnell und billig nachdrucken und dreisterweise auch noch teurer offen am Markt verkaufen. Als du mir das gesagt hast, ich konnte es gar nicht glauben, weil der Aufwand ist ja gigantisch. Ich glaube, in dieser Art gab es das auch nicht. Nein. Ich hatte Kontakt auch zu anderen Verlegern, die mir gesagt haben, glaubt dir es gar keiner. Also ich kann mich an Sinn, wo ich jemand da angerufen habe, auch ein bekannter Verleger, da hat der gesagt, bist du sicher, Heiko, kann das sein? Da habe ich gesagt, ja, ich war gerade im Ausland. Zu dem Zeitpunkt sage ich meinen Partner Friedrich, dem liegt das vor, der hat mir gerade Bilder geschickt. Und selbst er hat dennoch zu mir gesagt, du musst es genau angucken. Und erst dann, als ich das Original in der Hand habe, habe ich gesagt, du, ich hab's hier per Videokamera. Dann hat er das erst geglaubt. Also auf gut Deutsch, das ist ein Unding, das ist ja nicht ein T-Shirt, was du einfach mal so fakest, sondern da gehört eine Menge dazu und auch eine Menge kriminelle Energie, muss man auch dazu sagen. Weil Hintergrund ist ja der, und deswegen ist es ja auch rausgekommen, weil wir waren ja ausverkauft. Und wenn wir ausverkauft sind und wir selbst der Verlag sind, dann kann logischerweise ja keiner ein Buch haben. Mhm. Natürlich wurden ja Bücher verkauft. Natürlich kann es sein, dass es einen gebrauchten Markt gibt, den es auch immer gibt. Fakt ist aber eins, wenn nur eine Person bei Amazon das anbietet, als Verkäufer, und auf einmal siehst du 10 Bücher, läuft runter auf null. Nächsten Tag wieder 10 Bücher. Läuft runter auf null. Dann haben wir ein Buch bestellt. Damit hat er wahrscheinlich nicht gerechnet, und die Person, wer auch immer. Und seitdem ist die Sache klar.
Dieses Buch, muss ich fairerweise sagen, liegt mittlerweile schon bei Gericht. Also das heißt, wir können es nicht heute hochzeigen. Deswegen blenden wir jetzt in diesem Moment die Bilder ein. Mir ist auch ganz wichtig an dieser Stelle, wirklich, danke, dass du mir überhaupt hier die Möglichkeit gegeben hast, einen Aufruf zu machen an alle anderen, weil man muss ehrlicherweise sagen, es sind eine Menge Fake-Bücher am Markt. Und ich rufe dazu auf, dass ihr euch an uns wendet, an shopschrank.de, shop@schrank.de, uns eine Mail schickt, wenn ihr den Verdacht habt. Wichtig ist dabei, es muss bei Amazon erworben worden sein, weil nur dort wurden die Fake-Bücher verkauft. Und deine ja nicht. Deine wurden bei Amazon ja nicht verkauft. Genau, die haben die ja nicht verkauft. Und du erkennst es an der Vorderseite, an der Rückseite, also Vorderseite, Rückseite. Und auf der zweiten Seite befindet sich auch eine falsche ISBN-Nummer im Übrigen. Und wenn ihr diese Merkmale bei euch findet, schickt uns dringend eine Mail. Und wir kümmern uns dann darum, weil es für uns wichtig ist, auch bei diesen Ermittlungen. Deswegen brauche ich dringend die Hilfe der Zuschauer an dieser Stelle. Also ähnlich wie bei Axel XY ungelöst mit Zimmermann. Genau. Ich brauche eure Hilfe. Kennst du noch von damals? Du hast ja auch bei deinem neuen Werk, hast ja auch UV-Lack benutzt. Das ist ja bei der Kopie nicht. Die Kopie ist extrem billig gemacht, muss ich sagen. Du siehst es schon. Beispielsweise, wir haben hier, ich nenne mal unser Wasserzeichen MSW, also blau, in der Mitte gelb, das S, MSW, auf der Rückseite MSW, dort ist auf der Rückseite ist schwarz-weiß, hier ist gar kein Zeichen drauf von denen. Auf der Rückseite steht bei dem zum Beispiel mit einem Vorwort von Rüdiger Dahlke, steht hier überhaupt nicht drauf und so weiter und so weiter. Es sind bestimmte Details, die wir kennen, die man aber auch augenscheinlich sieht, wenn man es weiß, und deswegen wäre mir sehr wichtig, wenn ihr uns dort, wie gesagt, unterstützt und uns die Sachen zuschickt oder meldet erstmal. Ich möchte es unbedingt sagen, auch wenn es ein relativ negativer Spirit ist. Ich habe ja, als ich das von dir erfahren habe, das bei mir auf Telegram geteilt. Und da gab es tatsächlich zwei Kommentare, die in die Richtung gingen, ach, das macht dort der Heike Bus als Fake. Das ist doch bloß eine Werbekampagne, um mehr Bücher zu verkaufen. A, kann ich verbindlich sagen, hat das nicht nötig. Und B, wäre das für eine Vortäuschung einer Straftat, was wiederum strafbar ist. Und da er eine Strafanzeige gestellt hat, wohl eher nicht. Also ich verstehe auch nicht, wie man auf so einen Gedanken kommen kann. Da schließt man vielleicht von sich auf andere. Ja, aber der Sache gebe ich gar keine Aufmerksamkeit, weil es gibt so viele Meinungen. Jeder kann seine Meinung haben, wie er haben will. Ja, ja. Mal unter uns jetzt mal bei dem Thema ist genau der Punkt. Hm. Muss ich jetzt mal einwerfen, warum das nie funktioniert. Das hören die Leute sehr ungerne. Man spricht immer von einer Einheit und wir sind ja alle die aufgewachte Bewegung. Ja. Das Problem ist, dass selbst dieser Teil, dass die übereinander herfallen. Beste Beispiel, muss ich jetzt mal bei dem Thema einwerfen, Michael Ballweg. Ich meine, da wurde gesagt, der Mann ist ein Freimaurer, der ist beim Lions Club, er ist dies, er ist was er nicht alles ist. Mhm. Er ist ein Gatekeeper, Fakt ist eins, er sitzt im Knast und er sitzt heute immer noch im Knast, obwohl er nach 6 Monaten hätte rauskommen müssen oder Anklage muss erhoben werden. Und so geht es permanent. Die Leute diskutieren und urteilen über Menschen, die sie nie gesehen haben. So, mir ist es egal, war schon immer mein ganzes Leben so. Ja. So, wenn ich denken kann, Leute haben gesagt, ich mag den oder ich hasse den. Aber im Endeffekt wissen die nicht, dass es nur ein Spiegel ist. Alles, was du an dem anderen nicht magst, spiegelt sich nur in dir selbst. Aber zurück zum Buch. Und darum geht es ja letztendlich, dass wer dahinter steckt, weiß ich, will keine Mutmaßung machen, ob vielleicht statische Organe so dahinter stecken, um den Schaden zuzufügen. Nein! Nein, sag jetzt mal, Fakt ist eins, es läuft ein Ermittlungsverfahren, das Buch ist jetzt bei Gericht, es gibt ein Strafverfahren, es Anzeige wurde erstattet und so weiter und so fort. Das ist der aktuelle Stand, der gerade, deswegen darf ich jetzt nicht über die ganze Ermittlungsanwalt ist eingeschaltet, über das gesamte Verfahren darf ich natürlich jetzt nicht reden. Ist aber auch mal, ich versuche ja mal das Positive darin zu sehen, jetzt haben wir doch noch ein bisschen Spannung in dein Autorenwesen gebracht, ein bisschen, tatsächlich so ein bisschen Crime, jetzt fehlt eigentlich bloß noch Sex, ne? Ja, ich war erstaunt, also viele Leute, unter anderem Rüdiger Dahlke, schöne Grüße an dieser Stelle, der hatte dann geantwortet, dass es eigentlich wie so eine Art Ritterschlag ja eigentlich ist. Ja. Also wenn Sachen kopiert werden, ich sage Louis Vuitton, Rolex und wie sind das auch immer, im Buchmarkt gab es das so noch nie, also muss ich jetzt mal selbstbewusst sagen, auch irgendwie für Buch sprechen. Hm. Ja, ist halt dein Problem, dass du halt immer 50 Millionen Exemplare bei der Erstauflage drucken lässt und das ist das Problem. Schafft natürlich Begehrlichkeit. Nein, aber da ich die große Ehre hatte, kurz vor Nikolaus oder zum Nikolaus dein Buch zu bekommen, kann ich wirklich nur jedem sagen, es lohnt sich, das Original zu besitzen und zu lesen. Es ist ein weiterer Meilenstein in deiner Autorentätigkeit und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg mit dem Original. Ich war erstaunt, wie gesagt, Rüdiger Dahlke ist ja der Garant schlechthin, der Mann macht seit den 70er Jahren ich sag mal sein Business. Der hat Bücher geschrieben, Krankheit als Weg mit Torvald Detlefsen, das war der absolute Vorreiter überhaupt, wo die Leute gar nicht wussten, dass es doch eine andere Welt gibt.
der hat Millionen, wirklich Millionen Bücher schon verkauft. Und ich habe ihn ja ein paar Mal interviewt, hat ihn angeschrieben und es war ja so, er hat ja nie Zeit. Der Mann hat nie Zeit, muss man gucken, der macht ja selbst mittlerweile Instagram Reels jeden Tag. Hat 100.000 Follower bei Instagram, 100.000 übrigens. Der macht seine Seminare, der ist völlig ausgebucht. Ich habe ihn gefragt, ob er quasi eine Rezension schreiben könnte. Davon hat er gleiche Seite keine Zeit und sagt im nächsten Mal, also schick mir mal 10 Kapitel. Hat er 10 Kapitel geschickt, hat dann wieder gesagt, ich habe keine Zeit, aber ich lese mir mal die durch. Und dann hat er sich die durchgelesen und hat gesagt, schick mir mal das ganze Buch, weil erst dann kann ich mir eine Meinung bilden. Aber ich schaff's trotzdem nicht, weil wir hatten ja ein Druckdatum, du kennst es ja, du musst bis dann und dann musst du das Buch zum Druck abgeben. Mhm. Und dann hat er gesagt, überragend, hätte er nicht gedacht, dass diese Themen, mit denen er sehr vertraut ist, komprimiert in einem Buch so zusammengefasst werden. Hat mich sehr darüber gefreut, natürlich über sein Kompliment. Mhm. Und er hat dann endlich in letzter Minute hat er sein Vorwort geschrieben. Und da bin ich sehr erfreut drüber. Und ich habe jetzt von mehreren, gibt es jetzt schon viele Rezensionen, mhm, erstaunlicherweise am Markt, nach so kurzer Zeit, wie die Leute begeistert sind, mhm, dass die schreiben, das hat eine, ich habe gestern eine Rezension gelesen, egal ob jung oder alt, das ist der Hammer. Also das heißt, ob die alte Rentnerin oder der Jugendliche genau das versteht, also diese Botschaft versteht. Und das Neue und Interessante ist daran, dass es also aus meiner Sicht das Buch für die neue Zeit ist. Alle Bücher, die ich geschrieben habe, bestanden aus zwei Teilen, aus dem politischen Teil. Den fanden sie ja alle so spektakulär, die Leute. Erkennen, erwachen, verändern war ja das Motto. Hab ja alles aufgerollt. Barschel, Möllemann, Rohwedder, Herrhausen, Kennedy, Zweiter Weltkrieg, wer finanzierte den? Also alle diese Themen, völlig uninteressant. Also alle dieser, ich will jetzt noch mehr diesen Dreck quasi, der in der Welt passiert, hören. Die brauchen sich das Buch nicht holen, sag ich gleich. Wer aber sagt, ich möchte eine Bewusstseinserweiterung machen, ich möchte erkennen, warum ich hier überhaupt lebe, was der Sinn meines Lebens ist. Mich interessiert denn, was haben die großen Philosophen schon vor Jahrtausenden gesagt? Und die Menschen, die der Meinung sind, sie sind mehr als das, was sie im Spiegel sehen und der Name, den die Eltern ihnen gegeben haben, für die ist das Buch hier noch richtig. Das ist ja, glaube ich, die Herausforderung der neuen Zeit, in die wir uns jetzt gerade mit schnellen Schritten begeben oder begeben haben, in der wir jetzt gerade sind, aus meiner Sicht. Ich kann mich irren, die Herausforderung der neuen Zeit ist, nicht mehr zu beurteilen, zu bewerten, zu vergleichen und nicht, und ich mache mich davon nicht frei, nicht diesen einen negativen Moment, wir haben vorhin gerade drüber gesprochen, diesen einen negativen Moment den ganzen Tag nachzuleben, sondern die 5 oder 10 oder 50 oder 100 positiven Momente, das Lächeln der Nachbarin und der freundliche Autofahrer, der ihn vorgelassen hat, sich in der neuen Zeit darauf zu fokussieren, auf das Gute, auf das Positive, auf die Fülle, auf die Liebe. Und ich greife nochmal auf, was du vorhin gesagt hast, ich bin immer noch so naiv, positiv, optimistisch, dass auch unsere Freiheitsbewegung, obwohl wir nicht immer einer Meinung sind und auch nicht immer alle glauben, dass der eine Weg der richtige ist, aber dass wir zusammen, gemeinsam in die Fülle und in die Liebe und in eine bessere Welt gemeinsam gehen können. Und deswegen habe ich dich auch heute eingeladen. Aber wir steigern das Ganze noch. Es ist ja nicht damit getan, dass dieses Buch kopiert und vertrieben wurde. Wie geht es denn jetzt weiter? Erzähl mal die Fortsetzung der Geschichte. Ihr glaubt es nicht. Das ist der Knall im All. Also im Endeffekt, wir haben ja schon, ich habe ja kurz Videos gedreht, einminütige Videos, habe aufgerufen auf meinem Kanal. Bitte meldet euch. Und da hat sich eine sehr nette Dame gemeldet. habe ich jetzt den Namen von ihr da? Nee, ich habe jetzt rausgelegt den Zettel. Okay, die hat uns jemals angeschrieben aus Dresden, glaube ich, und hat gesagt, ich habe den Verdacht, dass mein Buch im Zeichen der Wahrheit auch ein Fake-Buch sein könnte. Und da haben wir noch gedacht, nein, das kann nicht sein, weil das Buch existiert seit 2017. War übrigens mal an der Spiegel-Bestsellerliste. Habe ich mich dafür geschämt übrigens. Damals, muss ich dazu sagen, da kannst du nicht dagegen sagen. Nein. Aber bloß Platz 35 damals. Hm. Fällt mir gerade 2017 ein, weil wir mehrere Bücher da verlegt haben. Unter anderem Petra Paulsen. So, das haben wir gesagt, okay, dann schick uns das mal zu. Weil egal, ob ihr faked oder nicht faked, du kriegst auf jeden Fall das Original oder ein richtiges Buch. Handsigniert nämlich an. Handsigniert, genau. Und da kam dieses Buch an, im Zeichen der Wahrheit. Und ich dachte, ich sehe nicht richtig. Also ich als Verleger achte so auf Details. Also wenn ich, sag mal, jeder Blinde sieht natürlich Gold, dass es echt Gold ist und wie so in der Kamera sieht, also UV-Lack Gold. UV-Lack, genau. Und ich achte auf so andere Sachen. Wenn ich Buch aufschlage und das schlägt gleich wieder zu. Warum? Weil es einfach nur billig geklebt ist. Und wir haben ein Buch, was hochwertig gebunden wurde. Und das geht hinten natürlich weiter. Das ist ebenfalls
der Lack obendrauf. Wir haben hier diese Details und auch hier in dem Fall ist eine falsche ISBN-Nummer drin. Ich bin vom Glauben abgefallen, als das Buch ankam. Es war ein Tag vor Silvester. Da habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Also jetzt wirklich ganz, ganz aktuell die Meldung. Und jetzt wird es ja noch viel spannender. Seit 2017 ist dieses Buch am Markt. Ich glaube, dritte oder vierte Auflage mittlerweile. Da stellt sich für mich die Frage, wie viel Fakes gibt es am Markt? Und das können wir nicht mehr kontrollieren. Da kann ich jetzt nicht sagen, wenn ihr bei Amazon gekauft habt. Das können wir beim Buch Neo sagen. Hier weiß ich es noch nicht mal. Über welche Buchhändler oder wie oder was das verkauft worden ist. Also, tut mir bitte einen Gefallen. Alle, die im Zeichen der Wahrheit haben, achtet drauf. Habt ihr vorne Gold oder Gold. Orange? Damit ist eigentlich die Frage schon beantwortet. Und für die Analytiker, die mögen bitte die ISBN-Nummer, die hier hinten draufsteht, vergleichen mit der ISBN-Nummer, die auf der zweiten Seite steht im Impressum. Die ist nämlich nicht identisch. Das sind die Sachen, wo man das erkennen kann. Und guck mal von hinten, wie billig das auch gemacht ist. Wenn du das vergleichst, das ist das Original. Ja, ja, ja. Das ist die Kopie. Ja, ja. Also ist schon ein starkes Stück, muss ich sagen. Hätte ich nie für möglich gehalten. Und da kann ich ja noch weiter jetzt denken und sagen, wie geht's denn da weiter? Hm. Ist jetzt auch die Jahrhundertlüge gefaked worden, die seit 2012 schon am Markt ist, in der 14. Auflage mittlerweile? Zehntausende Bücher haben wir davon schon verkauft. Also ich frage mich, was ist hier eigentlich los? Und deswegen ist es wichtig, dass wir heute die Sendung gemacht haben. Bin ich auch dankbar, dass du als Erster, dass wir überhaupt über diese Thematik gerade reden. Ja, ich denke auch, jemand, der keine Bücher schreibt, kein Autor ist, das betrifft ja letztendlich jeden von uns. Denn das ist geistiges Eigentum und jeder von uns hat geistiges Eigentum. Jeder von uns möchte, dass das geistige Eigentum auch tatsächlich geschützt ist und bleibt. Und wenn es nur so ist, dass ich als Elvis-Fan sage, dass jemand nicht das geistige Eigentum von Elvis stiehlt, weil ich als Fan das nicht möchte. Und das kann man auf alle Bereiche übertragen. Deswegen betrifft es auch jeden von uns. Und natürlich auch die, die das Buch gekauft haben und letztendlich betrogen worden sind. Ne? Mhm. Mann, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich sehe in allem was Gutes. Wir wissen noch nicht genau, was das Gute ist. Aber vielleicht ist das erste Gute, dass wir uns heute hier mal wieder zusammengefunden haben. Und miteinander sprechen konnten. An der Stelle möchte ich trotzdem Danke sagen bei denen, die jetzt schon das Buch erworben haben, für die zahlreichen Rezensionen. Würde mich natürlich freuen. Wenn es euch nicht gefallen hat, sprecht mit mir. Sag es mir, wenn euch es gefallen hat, dann lasst eine Rezension da. Es ist wichtig, dass dieses Buch, muss ich reingrätschen, weil du sagst, E-Book, Buch, wir haben das Buch auch als E-Book und jetzt wichtig als Hörbuchvariante. Und damit haben wir nicht gerechnet, muss ich mal dazu sagen. Es ist definitiv ein Trend zu Hörbüchern da. Also wir haben überproportional viele Hörbücher schon verkauft. Wenn ich vergleiche mit den alten Büchern, also alten Bücher heißt es 5 Jahre her, als ich das letzte Buch geschrieben, da war es nicht der Fall. Das heißt, Hörbücher sind extrem gefragt, weil die Leute wenig Zeit haben. Ich muss dazu sagen, ich mache das seit Jahren selber. Ich bin im Auto unterwegs, ich finde es angenehm. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass Leute uns anschreiben und sagen, ich habe das Hörbuch. Siehst du auch diese Rezension, hat einer geschrieben. Und musste das Buch aber nochmal nachbestellen. Warum? Weil so analytische Typen, ich bin auch so ein Typ, der will anmerken. Mach ich auch. Der ist im Auto und sagt, das ist ja eine geniale Sache, was war da? Und wie gesagt, da geht es ja nicht nur um, was ist der Sinn des Lebens, da geht es ja auch um der Heilige Gral und so eine spannenden Themen natürlich auch. Richtig mystische Sachen, gehen wir da tief zurück. Und ja, deswegen würde ich einen Dank an die Zuschauer mal richten für die vielen Feedbacks, die wir jetzt schon bekommen haben von euch. Schön, eine runde Sendung, danke. Und wir werden euch auf dem Laufenden halten, wie es weitergeht oder wie es ausgegangen ist. Auf jeden Fall. Der Mann sorgt für Action. Ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Danke dir. Danke, Claudius. Alles Gute. An der Stelle, häng los. Danke, Robert, dass ich deinen Kanal nutzen durfte. Tschüss. Danke. Tschüss.